herzliches Dankeschön geht auch raus an die lieben Spender, die mich entweder über PayPal oder über ein YouTube Super Thanks bedacht und beschenkt haben. Willkommen zu einem neuen Video und schön, dass ihr auch nach so langer Zeit wieder reingeklickt habt. So sehr ich mir gewünscht hatte, dieses Video früher fertig zu haben, so sehr scheinen sich das höhere Mächte nicht gewünscht zu haben. Nun denn, ich hoffe, euer Warten wird heute belohnt. Unsere heutige Zeitreise führt uns in die 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts. Vielleicht werden einige von euch mitbekommen haben, dass kürzlich ein schon jetzt weltweit gefeierter Blockbuster in die Kinos kam. Oppenheimer. Von dem berühmten Regisseur Christopher Nolan. Ein dreistündiger Film über das Leben von J. Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe. Über das öffentliche Leben von Robert Oppenheimer war bisher recht viel bekannt. Wenig allerdings über sein Privatleben. Beziehungsweise sein geheimeres Privatleben. Es gab drei wichtige Menschen in seinem Leben: seine beste Freundin, seine große Liebe und seine Ehefrau. Zwei davon gehörten der Kommunistischen Partei an und eine davon starb unter mysteriösen und bis heute umstrittenen Umständen. Der Film macht uns bekannt mit einer jungen Frau namens Jean Tedlock. Eine bemerkenswerte junge Dame und eine der geheimnisvollsten und eindrucksvollsten Menschen im Leben von Robert Oppenheimer. Sie war die Frau, die ihn Zeit ihres Lebens nicht losließ und seine spätere Karriere und seinen Ruf stark beeinflusste. Als sie mit 29 Jahren starb, stand sie an der Schwelle zu einer glänzenden Karriere. Ihr faszinierendes Leben und ihr früher und tragischer Tod bewegen die Menschen bis heute. Denn sie war nicht einfach nur die große Liebe im Leben von Robert Oppenheimer, sondern eben auch eine der wenigen Frauen ihrer Zeit, die einen Abschluss an der Stanford Medical School machten und hoffte, am Mount Zion Hospital in San Francisco, dem damals führenden Zentrum für die Ausbildung von Psychiatern in Nordkalifornien, Pionierarbeit in der psychiatrischen Versorgung von Kindern leisten zu können. Auf diese Weise war sie eine der etwas anderen amerikanischen Frauen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine der weltgewandten College-Absolventinnen, die die traditionellen Geschlechterrollen herausforderten, indem sie Karriere machten und sich in den großen sozialen Bewegungen der Zeit engagierten. Als Jean Tedlock in den frühen 30er Jahren studierte, gehörte zu ihren Studienkollegen Dichterinnen und Schriftstellerinnen. Moderne Vordenkerinnen ihrer Zeit. Aber sie galt als das vielversprechendste Mädchen von allen. Jean Frances Tedlock wurde am 21. Februar 1914 in Ann Arbor in Michigan geboren. Ihr Vater war der berühmte John Strong Perry Tedlock, der auch unter JSP Tedlock bekannt ist. Er war amerikanischer Literaturprofessor und spezialisiert auf die Literatur des mittelalterlichen Britanniens. Er lehrte an der Stanford University, der Harvard University und an der University of California in Berkeley. Er schrieb auch einige Werke über sein Fachgebiet. Jeans Mutter Marjorie Feldman war eine seiner Schülerinnen. Durch die Arbeit ihres Vaters zog die Familie Tedlock viel umher und so wuchs Jean zwischen Cambridge an der Ostküste und Kalifornien an der Westküste auf. Von ihrem Vater erbte sie eine große Leidenschaft für Poesie und Literatur, insbesondere für den Dichter John Donne. Und von ihrer Mutter erbte sie das Interesse an Politik. Durch ihre Mutter soll sie in Kontakt mit linksgerichteten und kommunistischen Ideen und Schriften gekommen sein. Gewisse kommunistische Neigungen waren in der damaligen, vom Spanischen Bürgerkrieg gekennzeichneten Atmosphäre unter Intellektuellen weit verbreitet und durchaus nichts Ungewöhnliches. Jean war schon als junges Mädchen eine wunderbare Schriftstellerin, die ihre Nachdenklichkeit und Intensität in Briefen mitteilte, die sie an enge Freundinnen schrieb.
Die Briefe strahlen die Begeisterung eines heranwachsenden Mädchens für die Geheimnisse des Lebens und der Liebe aus und vermitteln die Sehnsucht nach Momenten der Schönheit und Transzendenz. In fast allen Quellen über Jean Tedlock wird behauptet, sie hätte homosexuelle oder zumindest bisexuelle Tendenzen gezeigt und es wird vermutet, dass ihre Depressionen genau aus diesem Gemütszustand innerer Zerrissenheit entstanden seien. Das ist meiner Meinung nach aber alles nur reine Spekulation. Vielleicht, um ihren Tod später besser erklären zu können oder ihn nicht weiter untersuchen zu müssen. Alles, was ich aus all diesen Quellen herauslas, ist lediglich eine sehr enge Beziehung zu einer Freundin, die sie vorübergehend etwas irritierte. Wie gesagt, da war sie noch sehr jung. Am Ende jedoch schrieb sie ihr auch, dass sie nicht die gleichen Gefühle für ihre Freundin hatte, wie diese Freundin für sie. Von daher ist alles andere als klar, dass sie mit einer vermeintlichen, in dieser Zeit als therapierbar geltenden Krankheit zu kämpfen hatte. Und ich verlasse mich eher auf ihre eigenen Worte als auf Annahmen. Und es ist einfach nichts zu finden über etwaige gleichgeschlechtliche Beziehungen in ihrem Leben. Wie dem auch sei. Nachdem sie die Cambridge Rindge and Leighton School in Cambridge abgeschlossen hatte, studierte sie am Vassar College Observatory im Bundesstaat New York. Heute ein nationales Wahrzeichen der Stadt Poughkeepsie, damals in einem Atemzug genannt mit Harvard, Princeton oder Yale, den Ausbildungsstätten der sozialen Elite der weißen protestantischen Oberschicht. Der spätere US-Präsident Franklin D. Roosevelt war dort einst Treuhänder. Sie machte dort 1935 mit 21 Jahren ihren Abschluss und ging dann ins kalifornische Berkeley, um die Voraussetzungen für ein Medizinstudium zu erfüllen. Ihre Anstrengungen wurden belohnt und sie erhielt 1936 einen der begehrten Studienplätze an der Stanford Medical School in Kalifornien, wo sie 1941 mit 27 Jahren ihren Abschluss in Psychologie machte. Ihre Facharztausbildung absolvierte sie am Mount Zion Hospital in San Francisco, dem heutigen University of California San Francisco Medical Center, wo sie schließlich ihre Karriere als Psychiaterin begann. Während ihres Studiums an der Stanford Medical School begann sie als Reporterin und Autorin für den Western Worker zu arbeiten, der Westküstenzeitung der Kommunistischen Partei Amerikas. Sie engagierte sich für den Protest gegen den Kapitalismus und unterstützte streikende Hafenarbeiter in Oakland und San Francisco. In Spanien tobte zwischen 1936 und 1939 der große Spanische Krieg, der das Ende der Republik Spanien einläutete, als General Francisco Franco sich mit Hilfe von Italien und Deutschland an die Macht putschte. Und ebenfalls während ihres Studiums, genau genommen ein Jahr nachdem sie ihr Psychologiestudium aufgenommen hatte, lernte sie im Frühjahr 1936 mit 22 Jahren auf einer Party gemeinsamer Freunde den 10 Jahre älteren J. Robert Oppenheimer kennen. Er war zu dieser Zeit Physikprofessor und lehrte an genau dieser Universität. Als sich die beiden begegneten, fühlten sie sich sofort zueinander hingezogen und ihre Beziehung wurde sehr schnell sehr intensiv. Er war schlank, charmant, reich und längst ein Star in der Welt der Wissenschaft. Er war der Sohn wohlhabender jüdischer Einwanderer aus Deutschland, der in luxuriösen Verhältnissen an der Upper East Side in New York aufgewachsen war. Mit 3 Dienstmädchen, einem Chauffeur und europäischen Kunstwerken an den Wänden. Er hatte in Harvard, Cambridge und der Universität Göttingen in Deutschland studiert und kam 1929 ins kalifornische Berkeley, um an der dortigen Universität zu unterrichten. Trotz seiner privilegierten Herkunft und Erziehung war Oppenheimer jedoch nicht abgehoben oder arrogant, sondern wurde von Weggefährten als unverdorben und großzügig beschrieben. Schulfreunde erinnerten sich, dass er leicht errötete, sehr gebrechlich, sehr schüchtern, aber auch sehr brillant war.
Man bemerkte sehr schnell, dass er anders als alle anderen war und ihnen weit überlegen. Schon mit 9 Jahren las er Philosophie auf Griechisch und Latein und war von der Mineralogie besessen. Später lernte er sogar noch Sanskrit, um die Bhagavad Gita, das heilige Buch des Hinduismus, im Original lesen zu können. Jeans komplexer Charakter war dem von Oppenheimer durchaus ebenbürtig. Sie war eine schnelle und kritische Denkerin, hatte einen guten Stammbaum aus Neuengland, sprach fließend Französisch und fühlte sich in der akademischen Welt wie er zu Hause. Sie neigte zwar zu Depressionen, ihm wiederum sagte man aber auch Schwermut und Melancholie nach, und er war bekannt für seine langen, einsamen Spaziergänge. Beide waren mit einem brillanten und kritischen Geist ausgestattet, waren weithin belesen und beide verband ihre Liebe zur Poesie. Die Liebe zu Jean soll den Einzelgänger Oppenheimer weicher und menschlicher gemacht haben. Vielleicht auch durch ihr soziales Gewissen, das sie antrieb und umtrieb. Durch sie soll er nicht nur den englischen Schriftsteller John Donne für sich entdeckt haben, sondern ihr wird auch zugeschrieben, ihn mit der radikaleren linken Politik bekannt gemacht zu haben. Beide waren auf ihre Art außergewöhnliche und zu großem bestimmte Menschen, das spürten alle, die mit ihnen in diesen Jahren zusammenkamen. Jeder konnte die tiefe Verbundenheit und Vertrautheit der beiden spüren. Sie führten tiefe Gespräche, befruchteten sich gegenseitig, waren angetrieben durch ihre jeweiligen großen Ziele und Ideale und fingen sich in dunklen Stunden gegenseitig auf. Er war der Erste und wahrscheinlich der Einzige, den sie anrief, wenn sie wieder einmal Zweifel befielen oder sie irgendetwas aus der Fassung gebracht hatte. Vielleicht könnte man hier wirklich von einer Seelenverwandtschaft sprechen. In seinen eigenen Worten drückte Oppenheimer seine Gefühle zu Jean Tetlock später folgendermaßen aus. Zitat: Ich fühlte mich in ihrer Gegenwart angenehm außer Kontrolle, seltsam euphorisch. Miss Tetlock war eine sehr lyrische, erhebende und sensible Frau, sehr liebevoll, sehnsüchtig und gut. Zitat Ende. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Oppenheimer der Politik und dem Weltgeschehen wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Er las keine Zeitungen und hörte keine Radionachrichten. Jean hingegen war ein aktives Mitglied der örtlichen kommunistischen Partei und sie führte ihn in deren Ideen und Gedanken ein. Jeans Freunde schreiben ihr zu, sein soziales Gewissen geweckt zu haben. Obwohl Oppenheimer nie in die kommunistische Partei eintrat, arbeitete er mit ihr zusammen, um einige ihrer Anliegen zu unterstützen. Er half bei Spendenveranstaltungen und unterstützte die Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg. Seine diesbezüglichen Aktivitäten wurden von seinen Kollegen in Berkeley nicht wirklich gut geheißen. Er selbst sah sich jedoch eher als Mitläufer. Knapp 20 Jahre später, als er sich für seine Beziehung zu Jean Tetlock verantworten musste und ihm wegen ihr und seinem damaligen Engagement und den Freunden, die sie hatte, seine Sicherheitszulassung entzogen wurde, drückte er seine Überzeugungen mit folgenden Worten aus. Zitat: Ich mochte das neue Gefühl der Kameradschaft und hatte damals das Gefühl, dass ich am Leben meiner Zeit und meines Landes teilhaben würde. Allerdings habe ich nie kommunistische Dogmen oder Theorien akzeptiert. Tatsächlich hat das für mich nie einen Sinn ergeben. Zitat Ende. Für Oppenheimer war ein Mitläufer in seinen eigenen Worten jemand, der einen Teil des öffentlichen Programms der kommunistischen Partei akzeptierte, der auch bereit sei, mit Kommunisten zusammenzuarbeiten und mit ihnen in Kontakt zu treten, der aber kein Mitglied der Partei war. Er sagte später, dass er von Ende 1936 oder Anfang 1937 ein Mitläufer gewesen sei. Sein Interesse aber nach 1939 allmählich nachließ und er nach 1942 kaum noch Interesse daran hatte. Er selbst würde sich nach 1942 noch nicht einmal mehr als Mitläufer bezeichnen. Diese Zeitangaben sind interessant. Denn sie fallen genau in die Zeit, in der Oppenheimer und Jean Tetlock ein Paar gewesen waren.
Ihre Romanze war stürmisch, leidenschaftlich und turbulent. Mindestens zweimal machte ihr Oppenheimer in dieser Zeit einen Heiratsantrag. Sie lehnte jedes Mal ab. Denn sie war sich nicht sicher, ob sie die Rolle der Ehefrau und Mutter an der Seite eines Wissenschaftlers erfüllen konnte. Auch soll es in dieser Zeit zu mehreren Trennungen gekommen sein. Aber sie konnten laut Oppenheimer einander nie lange fernbleiben. Die gegenseitige Anziehung sei einfach zu stark gewesen. Im Juni 1937 verstarb ihre Mutter Marjorie Tetlock mit nur 55 Jahren. 1939 heiratete ihr Vater erneut, eine seit 1935 verwitwete analytische Psychologin namens Dr. Elizabeth Eli Goodrich Whitney. Und im selben Jahr beendete Jean die Beziehung zu Robert Oppenheimer endgültig. Zumindest vorerst. Im August 1939 lernte Robert Oppenheimer Catherine Pühning kennen, genannt Kitty. Sie war 6 Jahre jünger als er, wurde 1910 in Deutschland geboren, emigrierte mit 2 Jahren in die USA, studierte Botanik und machte ihren Abschluss an der University of Pennsylvania. Auch sie war politisch aktiv und wurde, wie viele Studenten damals, Mitglied der Kommunistischen Partei. Sie war mittlerweile zum 3. Mal verheiratet. Ihr zweiter Ehemann fiel im Spanischen Bürgerkrieg 1937. Nun, im August 1939, lernte sie also Robert Oppenheimer kennen. Schon bald darauf begannen sie eine Affäre und wurden oft in seinem Chrysler Coupé gesehen. Sie heirateten im November 1940, einen Tag nach der Scheidung von ihrem dritten Ehemann. Im Mai 1941 wurde ihr erstes Kind Peter geboren und ihre Tochter Catherine, genannt Toni, kam 1944 zur Welt. Während all dieser Jahre unterhielt Robert Oppenheimer weiterhin eine Beziehung zu Jean Tetlock. Nicht permanent und eben auch nicht öffentlich. Aber in der späteren Anhörung, auf die ich nun schon einige Male hingewiesen habe, gab er zu, sie zwischen 1939 und 1943 mehrmals gesehen zu haben und dass jedes dieser Treffen auch intimer Natur gewesen sei. Sie kamen beide nicht voneinander los. Sie erzählte ihm von gelegentlichen Affären und dass sie ihr nie das zu geben schienen, was sie suchte. Aber jedes Mal, wenn sich Robert und Jean begegneten, loderten die alten Flammen wieder hoch. Als während des Zweiten Weltkriegs bei der amerikanischen Regierung die Sorge wuchs, das nationalsozialistische Deutschland könnte als erste Nation eine Atombombe bauen, wurde das streng geheime Manhattan-Projekt ins Leben gerufen. Die abgelegene Wüstenregion von Los Alamos in New Mexico diente dem Projekt als Standort für die streng geheime Forschung und Entwicklung der Atombombe. Die militärische Leitung des Projekts unterlag General Leslie Groves. Dieser ernannte 1942 Robert Oppenheimer zum wissenschaftlichen Leiter der Forschungsarbeiten. Bis 1945 fungierte Oppenheimer als Direktor des Los Alamos Labors in New Mexico und leitete somit die Bemühungen, die ersten Atombomben der Welt zu entwickeln und zu bauen. Die mit dem erfolgreichen Trinity-Test am 16. Juli 1945 ihren zweifelhaften Höhepunkt fanden und Robert Oppenheimer als Vater der Atombombe in die Geschichtsbücher eingehen ließen. In Los Alamos arbeitete Oppenheimer mit hunderten Wissenschaftlern und Ingenieuren zusammen und entwickelte mit ihnen Little Boy und Fat Man, die Atombomben, die später auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki fallen werden. Insgesamt aber arbeiteten mehr als 150.000 Menschen unter höchster Geheimhaltung direkt oder indirekt für das Projekt, das rund 2 Milliarden US-Dollar gekostet hat. Nachdem Oppenheimer nun also im Juni 1942 Direktor dieses Forschungslabors wurde und sich seine Ehefrau Catherine bzw. Kitty sich ihm beim Manhattan-Projekt anschloss, sie arbeitete etwa ein Jahr lang als Labortechnikerin und erforschte unter anderem die Gefahren der Strahlung,
zog die gesamte Familie Oppenheimer im März 1943 in eines der von der Ranch School gebauten Häuser. Heute heißt das Haus Oppenheimer Haus und gehört der Los Alamos Historical Society. Sie lebten dort von 1943 bis 1945. Man sagt, Oppenheimer habe gewusst, wie man Partys feiert. Eine Einladung zu einer Dinnerparty im Hause Oppenheimer war in Kriegszeiten eine der begehrtesten gesellschaftlichen Einladungen innerhalb der eng verbundenen Gemeinschaft von Los Alamos. Wissenschaftler konnten sich eine Pause von ihrer streng geheimen Arbeit gönnen, während Oppenheimer die Bar bediente und steife Martinis zubereitete und Wissenschaftlerkollegen wie Richard Feynman und Edward Teller Musikinstrumente in die Hand nahmen und für den musikalischen Rahmen sorgten. Wie ich schon erwähnt habe, stellte sich im Nachhinein heraus, dass er während all dieser Jahre zwischen 1939 und 1943 weiterhin den Kontakt zu Jean Tetlock aufrechterhalten hatte, sie oft miteinander telefonierten und sich auch immer wieder einmal gelegentlich trafen, wobei es auch jedes Mal zu gemeinsamen körperlichen Aktivitäten kam. Wie oft, konnte er später selbst nicht mehr sagen und unter welchen Voraussetzungen. Wer wen kontaktiert hat und welchen Grund er zu Hause für sein Fernbleiben angab. Fakt ist jedoch, dass er spätestens seit Juni 1942 observiert und beobachtet wurde. Und man höchstwahrscheinlich auch wusste, dass er mit Jean Tetlock schon davor eine dreijährige, sehr ernsthafte Beziehung hatte, die fast vor den Traualtar geführt hätte. Man kann davon ausgehen, dass man nicht irgendwem die Leitung eines hochgeheimen Militärprojektes anvertrauen würde und man sich absichern musste, mit wem eine solche Person Umgang pflegt. Vor allem von einem Treffen der beiden wird überall berichtet. Ihrem letzten im Juni 1943. In manchen Quellen wird gesagt, sie habe ihn angerufen und er konnte nicht anders, als sofort zu ihr zu eilen. In anderen Quellen hingegen wird geschrieben, dass Robert Oppenheimer am 14. Juni 1943 nach Kalifornien gereist war, um einen Mann namens David Hawkins als Verwaltungsassistenten einzustellen. Aber wie dem auch sei. Er nahm einen Zug nach San Francisco und wurde dabei beobachtet, wie er am Bahnhof in ein grünes 1935er Plymouth Coupé stieg, an dessen Steuer eine junge Frau saß. Jean Tetlock. Danach fuhren sie zu einem mexikanischen Restaurant und verbrachten die Nacht gemeinsam in ihrer Wohnung in der Montgomery Street 1405 in San Francisco. Die ganze Zeit über wurden sie von Agenten der US-Armee überwacht, die draußen auf der Straße warteten. Am nächsten Tag brachte sie ihn wieder zum Zug und er fuhr zurück nach New Mexico. Oppenheimer sagte später aus, dass sie ihm bei diesem Treffen sagte, dass sie ihn immer noch liebe und sie mit ihm zusammen sein wolle. Wie seine Antwort darauf war, konnte ich aber leider nirgends finden. Offiziell war das letzte Mal, dass sie sich sahen. Sie sollten sich niemals wiedersehen. Denn knapp 7 Monate später war sie tot. Und ihr Tod gibt einige Rätsel auf. Am 5. Januar 1944 kam ihr Vater gegen 13 Uhr zu ihrer Wohnung in der Montgomery Street. Als sie auf sein Klingeln nicht reagierte, kletterte er durch ein halb geöffnetes Fenster hinein. Er fand sie tot vor, auf einem Stapel Kissen im Badezimmer liegend, mit dem Kopf in der teilweise gefüllten Badewanne. Es gab auch einen Abschiedsbrief in der Wohnung, allerdings war er nicht unterschrieben. In diesem Brief stand, Zitat, »Ich bin von allem angewidert. Denen, die mich liebten und mir halfen, alles Liebe und Mut. Ich wollte leben und geben und war irgendwie wie gelähmt. Ich habe wie verrückt versucht, es zu verstehen, aber ich konnte es nicht. Ich glaube, ich wäre mein ganzes Leben lang eine Belastung gewesen. Zumindest konnte ich einer kämpfenden Welt die Last einer gelähmten Seele abnehmen.« Zitat Ende.
Seltsamerweise vernichtete ihr Vater ihre Korrespondenzen und verbrannte Fotos und Briefe im Kamin, bevor er um 17.10 Uhr das Bestattungsinstitut anrief und die Polizei verständigte. Die Polizei traf um 17.30 Uhr in Begleitung des stellvertretenden Gerichtsmediziners ein. Zum Zeitpunkt ihres Todes wurde sie vom FBI überwacht und ihr Telefon abgehört, sodass eine der ersten Personen, die darüber informiert wurden, der FBI-Direktor J. Edgar Hoover war. Im Autopsiebericht steht, dass die Todesursache Erstickung durch Ertrinken war. Im Autopsiebericht steht aber außerdem, dass eine schwache Spur von Chloralhydrat in ihrem Körper gefunden wurde. Chloralhydrat ist, wenn es zusammen mit Alkohol verabreicht wird, der Wirkstoff eines Mittels, der damals allgemein als Mickey-Finn-Knockout-Tropfen oder K.O.-Tropfen bekannt war. Mehrere Ermittler haben daher spekuliert, dass Jean möglicherweise ein Mickey-Finn verabreicht wurde und sie dann gewaltsam in ihrer Badewanne ertränkt wurde. Denn sie hatte vor ihrem Tod noch eine volle Mahlzeit eingenommen, was merkwürdig ist, wenn man bedenkt, dass die Tote Ärztin war. Denn wenn es ihre Absicht gewesen war, sich zuerst zu betäuben und dann zu ertränken, musste sie als Ärztin gewusst haben, dass unverdaute Nahrung die Verstoffwechselung von Drogen im Körper verlangsamt. Und der Autopsiebericht enthält keinen Beweis, dass diese Barbiturate ihre Leber oder andere lebenswichtige Organe überhaupt erreicht hatten. Auch geht aus dem Bericht nicht hervor, ob sie eine ausreichend hohe Dosis an Barbituraten eingenommen hatte, um den Tod herbeizuführen. Im Gegenteil, wie bereits erwähnt, wurde bei der Autopsie festgestellt, dass die Todesursache Erstickung durch Ertrinken war. Da gemeinhin bekannt war, dass Jean Tedlock unter Depressionen litt, wurde die Theorie des Selbstmordes schnell geglaubt. Viele sind sich noch heute sicher, dass es nur Selbstmord gewesen sein konnte. Trotz all dieser Merkwürdigkeiten und der Todesumstände einer ausgebildeten Ärztin, einem nicht unterschriebenen Abschiedsbrief, der nicht allgemeiner und oberflächlicher hätte sein können, und der Tatsache, dass es vor ihrem Tod keinerlei Anzeichen für Selbstmordgedanken oder Ähnliches gegeben hatte, wird von vielen bis heute die Selbstmordtheorie favorisiert. Auch wenn hinter dem Wort Selbstmord jedes Mal in Klammern vermutlich steht. Aber es gab damals wie heute auch sehr viele Menschen, die diese Theorie anzweifeln. Darunter viele Historiker und Biografen, Journalisten, Autoren und auch ihre eigene Familie. Jeans Bruder Hugh und viele andere stellten ihren Tod in Frage und spekulierten, ob ihr Tod das Ergebnis eines Verbrechens von Geheimdienstagenten aus Los Alamos gewesen sein könnte. Als das Kirchenkomitee 1975 Einzelheiten über von amerikanischen Geheimdiensten verübte Attentate enthüllte, unterstützte es damit die Theorie des Mordes. Auch ein Arzt sagte damals, wenn man schlau ist und jemanden töten wolle, sei Chloralhydrat das Mittel, dies zu tun. Aber wie gesagt, es gibt bis heute weder Beweise für die Selbstmordtheorie noch für die Mordtheorie. Denn es haben nie offizielle Ermittlungen stattgefunden. Die formelle Untersuchung im Februar 1944 ergab das Urteil Selbstmord, Motiv unbekannt. Todeszeitpunkt 4. Januar 1944 gegen 16.30 Uhr. Jean Tedlocks Leiche wurde eingeäschert und neben ihrer Mutter auf dem Albany Rural Cemetery in Albany County, New York, beerdigt. Sie wurde 29 Jahre alt. Ihr Vater, Dr. John Strong Perry Tedlock, starb 4 Jahre später, 1948, im Alter von 72 Jahren. Im Dezember 1944, 11 Monate nach Jean Tedlocks Tod, kam Oppenheimers zweites Kind, Catherine Oppenheimer, genannt Tony, zur Welt. Und am 16. Juli 1945 um 5.29 Uhr und 45 Sekunden explodierte die erste Atombombe der Geschichte über der Wüste von New Mexico. Die Explosion überstrahlte die Sonne.
und erzeugte eine Schockwelle, die noch 160 Kilometer entfernt zu spüren war. Oppenheimer nannte diese Testzündung in der Wüste Trinity Test. Trinity, nach einem Gedicht von John Donne, dem Lieblingsdichter von Gene Tedlock. Am 6. August 1945 um 8.15 Uhr wurde über Hiroshima die erste Atombombe in der Geschichte der Menschheit abgeworfen. Am 9. August explodierte um 11.02 Uhr die zweite Atombombe über Nagasaki. Und für die dortige Bevölkerung begann die Hölle. Nachdem Oppenheimer die Folgen der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki gesehen hatte, verurteilte er jeden weiteren Einsatz und sprach sich strikt gegen ein nukleares Wettrüsten mit der Sowjetunion aus. 1954 geriet er dadurch in das antikommunistische Kesseltreiben, das die USA im beginnenden Kalten Krieg prägte, und er zog sich das Missfallen vieler Politiker in der McCarthy-Ära zu. Das und seine damalige Beziehung zu Gene Tedlock kosteten ihn in einer Sicherheitsanhörung im Juni 1954 die Sicherheitsfreigabe und er wurde somit von direkter politischer Einflussnahme ausgeschlossen. Seine Karriere beim Militär war damit beendet. Daraufhin nahm er seine alte Tätigkeit als Physikprofessor an verschiedenen Universitäten wieder auf. Bis zu seinem Tod im Jahre 1967 blieb er mit Kitty verheiratet und zog mit ihr die gemeinsamen Kinder Catherine und Peter groß. Nachdem ihr Mann an Kehlkopfkrebs gestorben war, lebte sie mit einem anderen ehemaligen Wissenschaftler vom Manhattan-Projekt zusammen, bevor sie Robert Oppenheimer 1972 in den Tod folgte. Ihre Tochter Catherine beging im Januar 1977, einen Monat nach ihrem 32. Geburtstag, Selbstmord. Ihr Bruder Peter wurde Zimmermann, heiratete und bekam drei Kinder. Er lebt bis heute. Gene Tedlocks zwei Jahre älterer Bruder Dr. Hugh Tedlock, der als Arzt und Fotograf arbeitete, starb 2005 im Alter von 92 Jahren und wurde in Vermont beigesetzt. Sein einziges Kind, seine Tochter Marjorie, starb unverheiratet im Alter von 25 Jahren, schon 1964 durch Ertrinken. Hier endet meine heutige Geschichte für euch. Noch immer bekomme ich beim Durchlesen meines Textes Gänsehaut. Die Leben all dieser Menschen waren von Schicksalsschlägen und Dramen geprägt und von Ereignissen, die sogar den Lauf der Geschichte für immer veränderten. Und über allem steht dennoch bis heute die unerfüllte und nicht gelebte Liebe zweier Menschen, die vielleicht sogar einem von beiden am Ende das Leben kostete.